hier vielleicht so eine Art Etagenackerbau betreibt. Irgendwo an einer bestimmten Stelle. Ich würde sagen, hier gefühlt hier irgendwo in dieser Gegend, an dieser Stelle, da würde ich irgendwo eine Mauer hochziehen. Das muss allerdings hier noch weg. Das ist noch viel zu hoch. Weg mit der Erde. Und jetzt sieht man eben schon, es kristallisiert sich so eine Wand heraus. Das kommt noch weg. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, einmal komplett entlang gehen. Das könnte sogar ganz nett aussehen, wenn man hier so einen Etagenackerbau anlegt. Das kommt noch weg, das kommt noch weg. Wofür wir die ganze Erde nachher verwenden können, weiß ich noch gar nicht. So, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir das hier, machen wir hier noch so ein kleines Loch rein. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Wenn wir jetzt so ein bisschen vernünftig, geduldig haken, dann müsste da eigentlich was Gutes bei rauskommen. Ich denke mir, diesen ganzen Berg können wir halt nicht abhaken und abbauen. Das geht halt nicht. Das ist halt zu extrem. Aber zur Orientierung könnten wir wirklich hier gleich mal schon mit den Steinen konkret eine Mauer setzen. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt kriege ich hier gerade eine Nachricht über Steam. Ach, das war gerade mein Cousin. Der wird sich jetzt freuen, wenn er das hier vielleicht irgendwann mal die Folge sieht. Wir fahren nämlich Freitag. Ach, muss ich mal erzählen. Ich erzähle das einfach mal. Wir fahren nämlich Freitag zur Treibjagd. Mein Cousin ist ja Jäger, habe ich ja schon mal erzählt. Und ich bin immer so ein bisschen Treiber. Treiber heißt, derjenige, der Jäger steht draußen oder an einer festen Stelle, wo das Wild vorbeiläuft. Und der Treiber ist im Grunde genommen, ja, in dem Gebiet, wo auch das Wild sich aufhält. Und der Treiber treibt das Wild aus dem Wald. Also das, wir haben am kommenden Wochenende ist Treibjagd und wir fahren da eben auch gemeinsam hin. Jetzt gibt es natürlich immer Kritiker, deswegen habe ich gerade ganz kurz gezögert, ob ich das überhaupt anspreche. Aber die Jagd macht ja auch Sinn, wenn man kontrolliert jagt. Ich sage das jetzt einfach, um denjenigen, die vielleicht Jagd etwas kritisch sehen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen oder einfach zu sagen, Jagd ist ja nicht dafür da, um einfach aus Lust und Laune Tiere abzuschießen, sondern man muss ja den Wildbestand auch kontrollieren irgendwo. Ich selber habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, weil ich halt kein Jäger bin. Aber Jagd ist halt in dieser Hinsicht erforderlich. So, was mache ich jetzt mit dem Eisen? Eisen, 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 Eisen. So. Das ist das, das ist das. Haben wir jetzt eigentlich genug Platz oder muss ich hier vielleicht doch noch ein paar Werkzeuge erstmal wieder rausschmeißen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir setzen ja sowieso gleich. Wir müssen sonst im Zweifelsfall die ersten Sachen gleich setzen, wenn wir keinen Platz haben. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ist das jetzt in Ordnung oder müssen wir hier noch ein bisschen Erde wieder draufhaken? Ich weiß es gar nicht. Hier muss eigentlich noch, genau da, wo das Loch ist. Also es ist schon, ich finde das schon ein bisschen anspruchsvoll. Man muss also schon genau gucken, dass das zumindest halbwegs eben ist. Ne? Und wenn man nicht ganz einen Riesenknick in der Optik hat, kriegt man das eigentlich auch ganz gut hin. So, hier könnte so ein bisschen die Grenze sein. Hier geht auch diese... Der Hang so ein bisschen zu Ende, hier geht das ja so leicht runter. Also hier könnte irgendwo dann die Mauer gesetzt werden. Wenn ich mir das hier so angucke, dann glaube ich, kristallisiert sich immer mehr raus, wo wir wirklich tatsächlich die Mauer hinsetzen könnten. Und das wäre tatsächlich an dieser Stelle. Und ich glaube, wir machen das jetzt als erstes, damit wir das richtig klar abgrenzen können. Dafür müssen wir allerdings leider nochmal eben reingehen. Wir haben noch ein paar Steine dabei und... Ich glaube, wir gehen doch nochmal eben nach oben und holen noch ein paar mehr Steine. Mit der Hake voran. So. Nehmen wir das nochmal mit. Oh nee, das ist hier irgendwie alles. Ich glaube, mit dem Kies, das muss noch ein bisschen warten. Welchen Stein nehmen wir denn jetzt dafür? Welcher Stein ist denn schön? Was kann man denn ganz gut verwenden? Was sieht denn schön aus? Also... Das sollte auf jeden Fall nach einer Mauer aussehen. Pflasterstein ist da eigentlich nicht so das Richtige. Da wären wahrscheinlich Steinziegeln eher schöner. Vielleicht so ein bisschen verwitterte, die so leicht verwittert aussehen. Das ist doch ganz nett. Zum Beispiel, wobei ich nochmal eben gerade auf den Pflasterstein schauen möchte. Da finde ich das zum Beispiel auch nicht schlecht. Obwohl es jetzt Pflasterstein ist, aber das ist ja im Grunde genommen egal. Das sind so schöne kleine Steine.
anders mal ein bisschen gucken. Die Wahl fällt einfach ein bisschen schwer, das ist mir schon klar. Das finde ich irgendwie nicht ganz so schön, auch wenn das ein heller Stein ist. Helle Steine mag ich ja generell schon ziemlich gerne, aber das sollte schon etwas leicht verwittert sein. Und das ist hier nicht ganz verkehrt. Lass uns davon einfach mal ein paar machen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 Steine und schwuppdiwupp. Jetzt ist die Wahl gefallen, jetzt können wir nicht mehr zurück. So muss das jetzt laufen. So, Gartenfackeln erstmal wieder weg. Lass uns doch mal gucken, wo können wir das denn hinstellen? Hier? Die Fläche ist nicht ganz klein. So, jetzt müssen wir das Augenmaß sprechen lassen. Hätten wir auch fast noch ein bisschen weiter nach hinten setzen können. Wir müssen nämlich jetzt das ganze Ding nachher wieder auffüllen. Aber dann ist das halt so. Dann müssen wir eben ein bisschen auffüllen. Mein Gott. Es wird dunkel, die Nacht bricht herein. So, das muss reichen. Das muss reichen. Wir haben jetzt nicht so viele Steine dabei. Soll ja auch erstmal so als Augenmaß dienen, wo jetzt hier die Grenze, wo die Etage sein soll. Das Ganze muss dann noch höher gesetzt werden. Ich setze das jetzt einfach mal ein bisschen höher, so. So würde es dann halt überall aussehen. 26 haben wir noch. Wir können sogar die zweite Reihe noch komplett abschließen, wenn wir jetzt Bock drauf haben. Vielleicht. Auf wen müssen wir eigentlich? Wollen wir jetzt im Dunkeln weitermachen oder wollen wir lieber erstmal schlafen gehen? Aber im Dunkeln arbeiten macht ja auch wohl Spaß. Ich denke, das ist hell genug. Da sieht man auch was. So, also zu hoch darf es dann auch nicht werden. Ich denke, das würde jetzt von der Höhe her auch schon ausreichen, um da oben einen zweiten Teil des Beetes dann auf Dauer zu machen. Ich hake mal so ein bisschen. Wie sieht denn das aus? Wie könnte das aussehen? Ist das wohl sehr viel Arbeit oder geht das? Also ein bisschen runterhaken das Ganze, aber nicht zu sehr, weil das hier alles so hoch ist. Deswegen dürfen wir nicht allzu viel davon runterhaken, sondern müssten eigentlich schwerpunktmäßig eher das Ganze mit Erde auffüllen. So, probieren wir das mal gerade. Nicht zu viel, nicht zu viel. Da geht's nicht. Moment, lass uns mal eben schauen hier. Was war das denn? Wieso war das grün? Ich glaube, wir machen das mal besser von hier. Ich glaube, wir haben von hier aus eine bessere Sicht. So. Muss auch ziemlich nah an dem Stein halt sein. Das Ganze ist selbstverständlich nicht perfekt ohne die Hake. So, hier setze ich auch nochmal einen drauf. Nehmen wir erstmal wieder die Haken, nicht, dass wir wieder zu viel haben. Also das ist jetzt sowieso der zweite Teil, der irgendwann später kommt. Aber wir können ja schon mal, soll ja so ein bisschen optisch vorübergehend schon mal was für die Augen sein. So, wie sieht denn das jetzt aus? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weiter haken, dann kann man schon erahnen, was da auf Dauer kommt. Und ich glaube, das ist ganz nett. Hier ist jetzt allerdings so eine Lücke. Die ist nicht ganz so toll. Aber die Mauer wird ja auch noch etwas höher. Ein bisschen höher wird sie ja noch. Allerdings sollte sie auch nicht mehr viel höher werden. Eine Einheit können wir vielleicht noch höher gehen. Allerdings, man sollte das Beet auch noch sehen. Ich glaube, diese Höhe reicht. Höher sollte das gar nicht sein. Sonst sieht es nachher auch nicht gut aus. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu unserem jetzigen Beet. Kann man das jetzt so lassen oder nicht? Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Lass uns mal eben schlafen gehen. Ich glaube, das ist doch besser. Mit der Hake ins Bett. So langsam kommt das ja hier in Gang. So langsam kommt es ja in Gang. Zack. Essen müssen wir auch. Können wir jetzt auch gerade mal eben machen, wo wir hier oben sind. So, guten Morgen. Was gibt's denn zum Frühstück?
Was haben wir denn so? Ach, Mais haben wir ja auch noch. Wir können ja im Grunde genommen, lass uns mal eben den Apfel aufessen hier. Den letzten Apfel, wie traurig. Nur ein Apfel zum Frühstück? Nein. Mais. Der ist auch sehr nahrhaft, glaube ich. So ziemlich. Ach, sieht doch ganz gut aus. Lass noch ein essen. So. Hellergrün geht's fast gar nicht. Boah, ich habe hier immer Probleme, hier runter zu gehen. So, Sense. Ach ja, jetzt sieht's sogar noch ein bisschen anders aus. Also damit kann man definitiv arbeiten. Und weißt du, was wir noch machen sollten? Wir sollten vielleicht hier auch noch eine Steinmauer. Wir sollten vielleicht die Steinmauer hier noch ganz entlang setzen. Auf Dauer. Jetzt haben wir nicht genug Steine da. Lass uns mal eben ganz kurz gucken. Wenn wir das hier so leicht andeuten. Material 39. Moment, das ist das Falsche. Das ist das Kopfsteinpflaster. Wir müssen das mitnehmen. Das verwenden. Ganz vorsichtig. Wir wollen ja nichts verschwenden hier. Nee, lieber Haken. So. Meine, wir können den ganzen Acker hier auch noch weitersetzen, aber wollen wir das eigentlich, wenn wir noch ein Gebäude hinbauen wollen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen hier tatsächlich mal so eine Grenze. Die würde ich dann auch mehr oder weniger hier sehen. Ich setze das jetzt einfach mal. Ist jetzt höher als da. Aber das macht auch gar nichts. Ach, schade, reicht nicht ganz. Egal. Ich glaube, wir starten einfach mal. So, jetzt werden wir das endlich... Ah, da habe ich so lange drauf gewartet, den Boden zu kultivieren. Wenn erstmal die Fläche da ist. Das muss jetzt auch nicht hundertprozentig eben sein, aber dafür, dass das hier vorher sehr uneben war, glaube ich, haben wir es ganz gut hingekriegt, oder? Was sagst du? Ist das nett? Müssen wir gucken, dass wir das sauber machen, dass wir hier wirklich alles komplett mit der Hacke auch bearbeiten. Nicht, dass wir ein bisschen was vergessen. Bei unserem allerersten Acker, bei unserem ersten Haus, da haben wir nämlich teilweise das nicht ganz sauber gemacht. Und dann konnte man an bestimmten Stellen das Gemüse und was auch immer nicht richtig setzen. Aber so geht das doch eigentlich. Außerdem werden wir auch das Raster verwenden als Hilfe, damit wir wirklich vernünftig die Setzlinge bzw. die Saat auch gerade in den Boden bekommen. Denn das soll ja sehr schön aussehen. So, da sind wir schon fertig. Das sieht gut aus. Ich glaube, damit können wir was anfangen. Womit fangen wir an? Erdbeeren. Ach, ich mag Erdbeeren so gerne. Lass uns mit Erdbeeren anfangen. Erdbeeren mit Raster, wenn das geht. Kann man mit dem Raster jetzt arbeiten oder geht das nicht? Geht. Geht auf jeden Fall. Was mir nicht ganz klar ist, wie das mit dem Abstand jetzt ist. Wie viel Abstand müssen die Pflanzen voneinander haben, damit die auch aufgehen, damit die groß werden? Wollen wir das so mal probieren? Oder doch besser so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wie viel haben wir denn davon überhaupt? So, wir haben nur 4. Die Frage steht übrigens auch noch, ist auch noch offen. Wie verhält es sich mit neuen Keimlingen? Muss man die immer suchen oder bekommt man die auch aus alten Pflanzen? Diese Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Wir haben ja einige sehr erfahrene Spieler hier. So, ich setze den Abstand jetzt mal ein bisschen geringer. Wir haben hier sehr erfahrene Spieler. Ich habe hier ja einige, die ja wirklich viel Erfahrung mit Rising World haben. Und ich hoffe immer, das ist ja auch schon sehr, sehr oft geschehen. Und ich bin so dankbar dafür. Ich hoffe ja immer, dass ich nützliche Kommentare bekomme. So, ich glaube, das reicht. Oder haben wir hier oben noch einen? Komm, hier quetschen wir auch noch einen hin. Weil wir so viel Kartoffeln jetzt auch haben. Ist doch Kartoffeln, ne? Ja, klar. Kartoffelkeimling, genau. Also 2 Reihen Kartoffeln sollten das schon sein. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie schnell das alles wächst. Das war das. Tomaten. Wichtig. Da haben wir noch mehr von. Also wenn wir das jetzt, wenn wir die erstmal ausgesät haben, dann haben wir das meiste eigentlich schon verbraten. Und wie gesagt, mit dem Abstand
Das sieht doch richtig ordentlich aus hier. Können eigentlich Tiere auch eine Saat zertrampeln? Wäre auch noch eine Sache, die mich interessieren würde. So, jetzt muss ein bisschen das Augenmaß entscheiden. Aber ich glaube, unser Augenmaß ist gar nicht so schlecht. Nein, nein! Da nicht hin. Ich kriege das jetzt wieder weg. Mit der Sichel. Sichel, Sichel, Sichel. So, da ist er wieder. Das funktioniert doch wunderbar. Was haben wir viele Tomaten gesammelt? Wobei wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass Tomaten gar nicht so ergiebig sind. Oh, genau zwei Reihen voll. Was haben wir hier? Zuckerrüben. Nur sehr wenige. Nur zwei Zuckerrüben. Aber immerhin. Immerhin. Wir haben sie schon mal gefunden. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Fertig. Kürbisse. Ganz, ganz wichtig. Kürbiskeimlinge oder Samen. Samen sind das jetzt. Melonen. Ah, na, wir haben ja noch mehr. Ich dachte, wir hätten nur zwei. Wie komme ich da drauf? Ach, wie schön. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Endlich haben wir hier richtig kultiviertes Feld. Irgendwann müssen wir keinen Hunger... Mein Gott, die kann man kaum erkennen. So. Irgendwann müssen wir keinen Hunger mehr leiden. Ich freue mich so darauf. So, die Baumwolle würde ich, glaube ich, gerne ans Ende setzen. Erstmal würde ich das ganze essbare Zeug, weil Baumwolle ist ja nicht direkt essbar jetzt. Es sei denn, man steht auf Baumwolle als Essen. Was war das jetzt? Ach, Zitronensätze. Moment, den setzen wir aber... Den können wir ja besser hier auf die Wiese setzen. Zitronen, das ist ja ein Baum. Den setzen wir ja hier nicht auf den Acker. In der Nähe des Hauses. Da setzen wir den hin. Zitrone, nochmal Zitrone. Erstmal hier in der Nähe des Hauses. Alle Obstbäume sollen irgendwie in der Nähe des Hauses stehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir perspektivisch hier so eine Obstweide machen. Also diese Fläche hier ist auch nicht schlecht, dass man links hier vom Eingang aus gesehen, links das ganze Gemüse hat. Mit Baumwolle vielleicht erstmal noch fürs Erste. Und die, ja, die Bäume... Auf der rechten Seite. So, Chili haben wir noch. Viermal Chili. Chili, Chili. Übrigens, auch ein Kommentar letztens, auch in diesem kritischen Kommentar, den ich erwähnt hatte, auch, da ist auch ganz klar gesagt worden, dass der Abbau von Rohstoffen im Let's Play natürlich auch immer etwas langweilig ist. Kann ich auch nur sagen, ja, das ist so, aber leider kommt man da ja nicht drum rum. Das ist es ja. Man kommt da ja nicht drum rum. Man muss das ja tun. So, irgendwie ist das, glaube ich, etwas breiter jetzt. Ich zähle jetzt auch die Reihen hier nicht. Also so klein sind wir dann auch nicht. So, haben wir jetzt alle verbraten oder was? Nee, einen haben wir noch. Sieht man doch. Sieht man doch oben rechts. So. Der Abstand ist allerdings geringer. Alles muss hier ordentlich sein. So, Salat haben wir auch schon vergeben. Dann haben wir Hanf. Hanf ist auch so ein bisschen verwandt mit der Baumwolle, sagen wir jetzt mal. Weil das ja auch für Stoff genutzt wird. Oh, Mais. Mais ist auch ganz wichtig. Mais. Ich weiß auch gar nicht, was wir im Moment noch nicht haben. Wer weiß das denn? Wenn du es weißt, was wir unbedingt noch brauchen, was auch sehr ergiebig ist als Nahrungsmittel, schreib's gerne in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Ich bin der Meinung, wir haben schon relativ viel gefunden, aber natürlich ist mir klar, dass das ganz sicher noch nicht alles ist. So, einen haben wir noch. Dann haben wir die Reihe ziemlich voll bekommen. Dann ist der Mais auch schon weg. Karotten. Jawohl, dann haben wir auch schon alles. Dann haben wir alles verbraten, dann kommt nur noch... Mein Gott, diese Fläche reicht ja aus. Ich bin ja völlig förmlich entzückt. Das reicht ja sogar.
Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass der Abstand passig ist. Sonst müssen wir das ganze Feld irgendwann nochmal umkrempeln. Alles verbraten. Jetzt kommt Baumwollsetzling. Hanfsetzling meine ich natürlich. Hanfsetzling, das ist auch nicht so viel. Auch für die Baumwolle ist kaum noch Platz. Ah, ist das alles... Machen wir eine Reihe gleich. Mehr brauchen wir auch erstmal nicht. Eine Reihe, also das ist jetzt die Hanfreihe, die wir nicht voll bekommen natürlich, aber die Baumwollreihe wird selbstverständlich voll, weil wir 28 davon haben. Aber dann würde ich sagen, reicht uns auch eine Reihe erstmal aus. Machen wir das hier ganz ans Ende. Ja gut, die Abstände passen jetzt nicht so genau. Bei den anderen Reihen ist es manchmal etwas enger, manchmal ein bisschen weiter. So, einer passt aber noch hin. So, direkt an der Wand. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns einen Stuhl und warten, dass es wächst, ne? Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Das muss jetzt erstmal ganz in Ruhe wachsen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das alles wächst. So, ein bisschen was trinken können wir zwischendurch mal. Eine kleine Pause müssen wir uns ja auch mal gönnen. So. Bäume, Bäume, Bäume. Wir haben noch gar nicht so viele Obstbaumsetzlinge und so weiter bekommen. Aber da hinten ist das schon sehr gut gewachsen. Aber ich warte lieber noch ein bisschen, weil einige von den Tannen da vorne sind noch sehr klein. Ich gehe da lieber erst hin, wenn ich ganz sicher bin, dass die Bäume ausgewachsen sind. Denn wir haben ja gesehen, oder ich habe ja beschrieben, was passiert, wenn die nicht ganz ausgewachsen sind. Dann bekommt man nämlich das Holz nicht. Aber jetzt, so als kleine Zwischensequenz... Würde ich gerne mal ausprobieren, wie das Mahlwerk eigentlich funktioniert. Jetzt kommen wir wieder zu unserem altbewährten Kies zurück, den wir eben schon ausprobieren wollten. So, dann packen wir doch einfach mal den Baumwollsetzling hier oben wieder rein. Und alles andere lassen wir mal hier drin. Das müssen wir gar nicht unbedingt alles immer ausräumen, sonst rennt man immer so viel rauf und runter, um die Sachen zu finden. Aber dieser Kies, das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Irgendwie ist mir dieser Treppenabgang zu schmal. So, wie viel funktioniert das denn jetzt? Kies? Wie funktioniert das Mahlwerk? Was muss man da machen, um dieses Mahlwerk zu... Ah, cooler Kieshaufen hier. Ah, wenn wir davon mehr hätten, können wir auch einen tollen Schotterweg machen. Wie verwendet man das Mahlwerk jetzt? Wie geht das? Was muss man da tun? Mit F kann ich hier gar nichts. Oder muss ich an eine bestimmte Stelle klicken? Muss ich da irgendwas anklicken? Was muss ich tun? Um dieses Mahlwerk zu verwenden. Hier erscheint nirgends eine Hand oder sowas. Ach, Moment, das hat Hanne geschrieben. Hanne hat das geschrieben. Ich muss mich hier dran stellen, damit sich das Ding dreht. Genau, das war's. Ist das egal, welche Richtung? Müsst ihr eigentlich... Ha, guck an. Ich kann nur... Gegen den Uhrzeigersinn. Kann ich nicht mit dem Uhrzeigersinn? Das geht irgendwie nicht. Mit dem Uhrzeigersinn geht's nicht. Ich kann nur gegen den Uhrzeigersinn. Wie packe ich denn den Kies jetzt da rein? Da muss ja der Kies jetzt irgendwie rein. In dieses Mahlwerk. Was muss ich tun? Wie kann ich diesen Kies da einbringen? Moment. Ist da irgendwo eine Öffnung oder was? Nee. Nein, 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 nein. Wie funktioniert das? Was muss ich tun? Es soll mit Kies funktionieren, das weiß ich. Aber wie? Wie funktioniert es?